Servus und herzlich willkommen heute zu einem neuen Projekt bei uns auf dem Kanal, und zwar zum First Look. Wir haben heute eine neue Serie dabei, die rausgekommen ist jetzt von kurzem, und wir beleuchten das Ganze jetzt ab sofort immer für euch und machen für euch die erste Box auf, damit ihr seht, okay, was ist drin, was kann drin sein, wie finden wir die Box und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. So, ihr seht es hier, die UCL bzw. die Topps UEFA Club Competition Gold 23/24 von der neuen Saison. Kostenpunkt bei Topps auf der Seite zum Release Day 135 Euro. Aktueller Marktwert liegt ungefähr bei 185 Euro plus minus. Ich denke auch prognosentechnisch wird die Box bei dem Preis ziemlich bleiben. Außer die Neuigkeiten von der Box, da werden wir später drauf kommen. Vielleicht werden die diese Box noch ein bisschen interessanter machen. Je nachdem, so viel mal zu dem Thema. Ansonsten pro Box sind 80 Karten drinnen, 8 Packs, a 10 Karten. Also von dem her, ein garantiertes Autogramm, zwei nummerierte, mindestens zu 99 oder niedriger. Können auch Base-Autogramme drinnen sein. Das wären mal so die Facts zu der Box. Ansonsten Neuigkeiten. Ganz wichtig, es gibt dieses Jahr Relic-Karten, also Patch-Karten. Die sind nummeriert nur zu One of One. Und es gibt Relic Autograph Karten, die sind einmal zu 10 und zu 1 of 1 nummeriert. Von dem her, so eine Karte zu besitzen, geil, ganz wichtig. Es soll auch hier ein Abwiegeschutz drin sein, was man natürlich dazu sagen muss. Dafür, oder wir haben schon öfters Topps darum gebeten, dass man hier bitte was reinlegen sollte, zusätzlich einfach als Zusatzgewicht, dass man hier keine Boxen abwiegen kann. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig in dem Hobby. Und das soll hier drin sein, wir werden es uns jetzt gerne mal anschauen. Ansonsten gibt es nur kurze Info. Release Date war der 24.01.2024. Interessante Spieler gibt es natürlich auch da drin, unter anderem die Future Star Karten. Die sind ja bei Gold immer sehr besonders. Dieses Jahr auch wieder mit so einer Cracked Eyes Variante im Hintergrund, würde ich jetzt behaupten. Da suchst du natürlich Lamine Jamal von Barcelona. Und ansonsten noch die zwei meiner Meinung nach wertvollsten Karten. Hier drin ist einmal Ronaldinho Patch 1 of 1 und Erling Haaland Patch Autograph 1 of 1. Ansonsten Rating von der Checkliste würde ich jetzt sagen, ist eine 7 von 10. Wenn natürlich Ronaldo und Messi fehlt, das nicht mehr so einfach ist, jetzt ab sofort in solchen Boxen drin zu sein. Wirkliche Legenden sind auch nicht drin, außer Ronaldinho. Finde ich ein bisschen schade und deswegen nur eine 7 von 10. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, gehen wir rein. Wie gesagt, die Specials von den Relic und Relic Autograph Karten habe ich schon erwähnt. Und dann gucken wir mal, was drinnen ist. Ich bin sehr gespannt. Also die Optik von UCL Gold, bzw. UCC Gold, natürlich wie jedes Jahr sehr, sehr cool. Oh, okay, man sieht schon hier, sind zwei Pappkarten drin, somit wahrscheinlich gewichtstechnisch sehr, sehr gut. Und das müsste natürlich dann so sein, dass dann bei den Relic oder Relic Autograph Karten diese zwei Karten dann nicht enthalten sind. Das wäre natürlich sensationell, weil dann hättest du überall immer das gleiche Gewicht. Wir gehen rein, ich weiß jetzt auch nicht, wo der Hit ist. Wir starten einfach mal und gucken mal, wie die Packs oder wie die Karten aussehen. Okay, also die Optik, ja, man sieht es in der Kamera sehr schön, das ist so eine Heißprägefolie in Gold drauf, würde ich mal behaupten, also der Effekt, ja, die sind auch erhaben, also die sind auch ein bisschen höher als von der Basekarte, sehen richtig, richtig, also Optik ist richtig wild. Ich glaube, von den UCC Gold-Serien, die bis jetzt rausgekommen sind, optisch muss ich fast sagen, jetzt auf den ersten Blick von der Base-Variante her, die schönste. Okay, wir haben Saka, Füllkrug und Rashford. Pack Nummer 2. Robin Gosens, dann Gold Alistair, Tripper, Jesus, Adeyemi, Zaire Emery. Kein Rookie mehr, auch ein Garnacho, kein Rookie mehr. Die sind vorbei. Da sucht man jetzt wirklich eigentlich Lamine Jamal. Eventuell noch Ben Doak und der Lewis Miley von Newcastle United. Wenn ihr noch einen weiteren Rookie kennt, gerne in die Kommentare rein, auf die man achten sollte dieses Jahr. Dann haben wir Gavi in Gold. Also die Optik ist wirklich Leao, Mason Mount. Und wir haben hier den, ohne zu 10, 10 von 10 Future Star Karim Konaté. Also das sind diese Future Star Karten, wo man natürlich auch Lamine Jamal ziehen kann. Das sind die Rookie Inserts. Und ihr seht schon, die Optik ist geil. Und warum 10 von 10? Hier die 10 zwar nicht richtig gedruckt, sage ich jetzt einfach mal. Karim Konaté sagt mir jetzt eher weniger. Aber zu 10 nimmt man definitiv mit. Starker erster Hit. Gefällt mir. So kann es weitergehen. Wir gehen rein mit Azpilicueta. Spielt der noch? Wusste ich gar nicht. Joshua Kimmich, Llorente, Bruno Fernandes. Und wir haben zu 99...
Ruben Dias Autograph, was das Ganze natürlich nicht unbedingt gut macht. Ruben Dias zu 99 Autograph, okay, nehmen wir mit. Guter Verteidiger in Real Life, brauchen wir gar nicht diskutieren. Als Autograph will man den eher nicht sehen, bin ich ehrlich. So, nächstes Pack. Wir haben Griezmann, Martinez, Amrabat, Luke Shaw, Zaniolo, Enmetscher, Kvaratskhelia und Marcus Thuram, Phil Foden, Anthony Gordon, De Bruyne, der wieder sensationell gut spielt, Seiwald, Gumaresch, Hernandez, Koke. Hey, hat gut angefangen mit dem zu sehen Future Star. Hat sehr gut angefangen. Da haben wir Luka Modric, Casemiro, Declan Rice, spielt auch eine sensationelle Saison, Isak und Pedri. So, letztes Pack, genau. Simmons, Martinelli, Mount, Silva, Simakan, Dybala und Leao, Grafenberg, Olmo, Van Dijk, Rodrigo, Kamara, Donnarumma, Joao Felix und Nunes. Und dann haben wir jetzt das letzte Pack. Und wir haben nochmal einen Future Star. Und zwar Fermin Lopez. Also ich glaube, da soll auch immer ein Future Star pro Box enthalten sein. Und wenn es natürlich eine Numbered-Karte dabei ist, oder wenn der Future Star numbered ist, dann noch eine zweite. Sehr cool, nimmt man mit. Von dem Brea habe ich noch nicht viel gehört, aber vielleicht wieder noch. Und wir haben nochmal Future Star zu 25, Lewis Miley. Okay, zweimal Future Star numbered und einmal in Base, den nehmen wir mit. Den nehmen wir, und der Miley ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Der ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Okay, also wir haben jetzt als Hit, sagen wir mal, den Future Star Fermin Lopez, dann den Kadim Konaté zu 10, den Lewis Miley zu 25 und den Ruben Dias zu 99 Autograph. Wie gesagt, Optik von den Future Stars finde ich persönlich jedes Jahr bei UCC Gold sehr, sehr cool. Und dieses Jahr auch wieder sehr schön. Die Optik gefällt mir richtig, richtig gut. Ist so eine Special-Variante für die Rookies. Von daher sehr, sehr geil. Und wie gesagt, Future Stars sind die einzigen Rookie-Karten, die bei UCC Gold enthalten sind. Und dass wir hier gleich drei Stück in einer Box drin hatten, finde ich jetzt persönlich nicht verkehrt. Von dem her sehr, sehr gut. So, wir kommen zum Fazit. Kartenqualität dieses Jahr finde ich wieder herausragend. Wie gesagt, diese Inserts hier, einmal die Future Stars oder auch hier nur die Base-Karten mit diesem Gold-Effekt, der hier ein bisschen rausragt, finde ich sensationell. Spiegelt sich sehr schön hier im Licht. Richtig, richtig schön. Macht das Ganze auch wirklich hochwertig. Auch die Printqualität, muss ich sagen, ist bislang sehr gut. Beziehungsweise in der Box wäre mir jetzt nichts aufgefallen, wo hier irgendwie Printlines gewesen wäre. Ist natürlich sehr positiv zu sehen, tatsächlich. Von daher finde ich sehr, sehr gut. Und schreibt gerne drunter zum Abschluss, was ihr drin hattet, wenn ihr schon eine Box aufgemacht habt. Ansonsten sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal im Stream. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt gerne mal Feedback, ob wir noch irgendwas hinzufügen sollten an Thematiken, die interessant wären. Ansonsten bis demnächst. Haut's rein und bis bald. Ciao, ciao.